Hallo, ich möchte Ihnen heute einmal anhand dieses Testservers die Einrichtung von X-Mixed Folders zeigen, und zwar im Zusammenhang mit Impersonation. Impersonation bietet uns die Möglichkeit, mit einer Mailbox eines Service-Users auf andere Mailboxen zuzugreifen, um deren Inhalte abzugleichen. Und als zweite Sache möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie aus einer Vorlage mehrere Jobs für X-Mixed Folders generieren können. Ich habe hier auf diesem Server einige User angelegt, auf deren Inhalte wir zugreifen möchten. Und zwar mit diesem User hier. Das soll unser Service-Benutzer sein, der das Recht bekommt, auf diese Mailboxen hier zuzugreifen. Wir erreichen das über zwei Befehle, die ich schon vorbereitet habe. Und zwar einmal einen Befehl, mit dem wir die User zusammenfassen, welche in dieser Organisationseinheit gespeichert sind. Einen weiteren Befehl, ein sogenanntes Management Rule Assignment, mit dem wir erreichen, dass der Service-Benutzer auf diese Gruppe hier, also auf dieses Scope, zugreifen kann. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt möchte ich einmal X-Mixed Folders starten. Ich lege eine neue Verbindung zum Server an. Die Verbindung zum Server funktioniert bereits. Wir möchten Impersonation benutzen. Jetzt kann ich bereits einen Job anlegen, der auf die Mailbox des X-Mixed Folders Users zugreift. Also wir möchten erreichen, dass wir die Kontakte des X-Mixed Folders Users mit den Kontakten des Users hier auf der rechten Seite abgleichen können. Jetzt mal einen der User heraus. Wir sind jetzt auf der Mailbox dieses Users. Mit Speichern und Service neu starten, stellen wir fest, dass unsere Verbindung funktioniert. Wir werden jetzt gleich einmal einen Test machen. Dazu logge ich mich auf der Mailbox unseres Service-Benutzers ein. Mache hier eine kleine Änderung. Diese sollten wir nun auch in unserer zweiten Mailbox wiederfinden. Und zwar in dieser. Funktioniert. Jetzt zu der zweiten Sache. Wir wollten erreichen, dass wir aus einer Jobvorlage weitere Jobs erzeugen können. Ich habe dazu hier eine Liste mit E-Mail-Adressen. Daraus möchten wir nun weitere Jobs erzeugen. Wir verwenden dazu den Befehl Jobs nach dieser Vorlage erzeugen und geben die Liste der E-Mail-Adressen ein. Nachdem der Service neu gestartet wurde,
können wir uns gleich mal eine der Mailboxen ansehen. Wir sollten hier nun auch einen Kontakt haben, der sich Test 4 nennt. Jawohl, das funktioniert sehr gut. Das war es jetzt erstmal mit meiner kleinen Anleitung. Viel Spaß noch mit X-Mixed Folders und auf Wiedersehen.